Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch an diesem Donnerstag zur 88. Let's Play Nintendo 64 Episode. Und nachdem wir uns am Dienstag das kuriose Iggy's Wrecking Balls von Acclaim angeschaut haben, geht's heute mit einem echten Klassiker weiter, nämlich dem grandiosen Fußballspiel ISS 64 von Konami. Ja, ISS kannte man damals ja noch vom Super Nintendo, ISS und ISS Deluxe. Und Konami wollte auf dem N64 die Erfolgsgeschichte von International Superstar Soccer natürlich fortsetzen. Hier seht ihr schon mal so ein kleines Intro. Ja, und das haben die dann auf dem N64, wie gesagt, mit dem Titel ISS 64 auch getan. 97 bei uns erschienen, geht's jetzt hier los mit Superstar Soccer, International Superstar Soccer 64. Habe ich damals mir natürlich sofort gekauft, weil wir damals mit Freunden monatelang den Super Nintendo Teil gespielt haben, vor allem Deluxe. Und ich war natürlich gespannt, wie schlägt sich das N64-Pendant dazu. This controller pack contains no note. Ja, ist auch egal, ich will nicht speichern, weiter. So. Die Menüs sind ähnlich aufgebaut wie auf dem Super Nintendo, sogar die Musik ist ähnlich, das erweckt sofort das Gefühl des Bekannten, das ist ganz cool und wir haben hier halt verschiedene Modi zur Auswahl, wir können ein Freundschaftsspiel starten, das nennt sich hier ein Open Game, wir können Elfmeterschießen spielen, wir können ein Turnier ausführen, hier International heißt es dann, wir können verschiedene Szenarios nachspielen mit festen Zielen, wir können auch die World League starten, das ist ein weiteres Turnier, also so eine Art Liga und das Training natürlich spielen. Ich gehe mal in die Optionsdaten. Hier vorne in die Options und dann gucken wir mal rein, was man hier alles machen kann. Game Configuration. Hier können wir dann die Spielzeit einstellen. 5 Minuten ist okay. Game Level mache ich mal auf Beginner, weil ich das schon seit Jahren nicht mehr gespielt habe und ich will ja nicht versagen hier bei euch. So, also ist okay. Edit Name, Player, das brauchen wir jetzt alles nicht. Wenn ihr also, es ist ja bekannt, dass International Superstar Soccer damals keine Lizenzen hatte. Das hat ja Pro Evolution Soccer heute auch nicht. Aber man kann dann hier hingehen und zum Beispiel die ganzen Spieler editieren und denen auch echte Namen verpassen, wenn man dann so viel Zeit hat dazu. Hatte ich aber nie und möchte ich auch nicht. Für mich gehört das irgendwo dazu bei International Superstar Soccer, dass man mit Fake-Namen spielt. So, wir sparen uns hier irgendwie Elfmeterschießen oder irgendeinen Pokal oder irgendeine Liga, sondern wir gehen sofort ins Freundschaftsspiel. Ich will euch ein bisschen was vom Spiel zeigen. So, hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das Spiel denn spielen möchte. Natürlich 4-Spieler-Modus auf dem N64 ist ja ganz klar. Man kann 1 gegen 1 spielen, dass man kann quasi mit allen 4 Spielern, mit allen 4 menschlichen Spielern gegen den Computer Gegner spielen. In verschiedensten Variationen kann man auch gegeneinander zocken. Da ist International Superstar Soccer 64 echt vorbildlich. Ich spiele natürlich gegen Computergegner. Und jetzt kann man sich hier die Mannschaften aussuchen. Ich bleibe dabei und spiele mit Deutschland und wir spielen mit dem, gegen wen spielen wir denn? Komm, aktuell ist ja EU-Krise, deshalb spielen wir gegen die Griechen. So. Und hier kann man dann wie beim N64, ach wie beim Super Nintendo ja auch schon die die Kondition quasi der Spiele einstellen. Meine sind natürlich gut drauf und hier sind wir auch schon beim Stadion, bei der Stadionauswahl. Wir spielen im Euro International Stadium, wieso auch nicht. Und ja, wenn man dann mit der Aufstellung zufrieden ist, kann man auch sofort loslegen. So sieht das Ganze dann aus vor dem Spiel und jetzt geht's los. Natürlich, was einem sofort auffällt, ist die weitaus bessere Grafik als auf dem Super Nintendo, ist ja auch klar. Wir haben hier englische Kommentatoren und ich brauche, glaube ich, nicht zu erklären, dass International Superstar Soccer auf dem N64 ein klasse Spiel geworden ist und auch weitaus besser als die ganzen FIFA-Dinger. So, ich kann jetzt auswählen, welche Seite der Medaille der Münze ich haben möchte. Ich nehme jetzt einfach mal den Ball und dann wird entschieden, wer anfangen darf. So. Ja, ich darf mir aussuchen, ob ich Anstoß haben möchte und auf welche Seite ich spielen möchte. Das ist mir völlig egal, deshalb spielen wir sofort den Anstoß und der Gegner entscheidet, wohin er laufen möchte. Also dann. Und ihr seht, also man erkennt sofort bei ISS, dass es sich da um einen weiteren Teil der Super Nintendo-Spiele handelt. Das sieht genauso aus, nur halt in 3D. Und ja, einfach nur geil. Ich habe das Spiel da damals geliebt. Ich habe das auf dem N64 auch ebenso lange wie auf dem Super Nintendo gespielt. Komme hier aber gerade nicht parat, weil es schon Jahre her ist, dass ich es gespielt hatte.
Auf dem N64 war ISS 64 ein voller Erfolg und deshalb wundert es auch keinen, dass da noch zwei Teile nachkamen. Scheiße, ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Nämlich ISS 98 und ISS 2000. Und ISS 2000 bot sogar einen richtigen Manager-Modus. Der war richtig, richtig geil. Aber da kommen wir dann nächste Woche zu. So, erst einmal wieder zurück zu dem N64-Teil, zu dem ersten. Und ihr seht, es ist grafisch wirklich super geil. Ich habe es damals von der Grafik extrem gefeiert und finde es auch heute noch eigentlich recht hübsch für die Zeit, die es ja schon alt ist. Von daher kann man sich da nicht beklagen. Ich muss mich nur mal kurz mit der Steuerung nochmal anfreunden, weil ich absolut gerade keinen Plan habe, wie man überhaupt grätscht oder so oder schnell läuft oder. Oder halt überhaupt den Spieler wechselt. Das ist gerade echt zum Schreien. So, wie laufe ich denn jetzt schnell? Ah, das war Doppelpass, okay. Grätschen ist mit C. Hoppala. Links, ansonsten kann ich mit C links lupfen. Also, es ist momentan nicht ganz leicht. Ich muss mich erstmal hier anfreunden. Okay, Torwart hält, perfekt. Wie laufe ich nochmal schneller? Das ist jetzt die Frage, um die es hier geht. Nein, das ist Doppelpass. Das ging ins Leere. Wie mache ich das nochmal? Okay, dribbeln kann ich mit C unten. Jetzt aber erstmal zum Tor kommen. Komm, das muss doch, das kann doch nicht so schwer sein hier. Schade. Torwart hat geklärt, aber es ist ja noch alles drin hier. Damals auch im Multiplayer so gesuchtet mit Kumpels zusammen, das war der Hammer. Und was viele nicht wissen, ist, dass sogar Konami, ha, habt ihr gesehen, noch mit Kopfball reingeköpft. Konami hat ja ISS damals auf dem Nintendo GameCube sogar noch fortgesetzt. Wissen viele gar nicht, aber es gibt zwei ISS-Spiele auf dem GameCube, die richtig gut sind. Vor allem der dritte Teil ist mega gut. Und die kann ich also auch empfehlen. Wer keinen N64 mehr hat, aber ISS spielen möchte und einen GameCube hat, der kann da definitiv zuschlagen. ISS auf dem GameCube ist richtig gut. So, also, wir führen 1 zu 0 gegen die Griechen. So, das hat funktioniert. War jetzt kein Foul, meine Grätsche, ist auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich hier nur gucken, dass ich hier parat komme. Habt ihr gesehen, wie genial das war? Zack, Doppelpass ausgeführt und die Griechen voll ausgespielt. Och nein. Fast hätte ich den Ball verloren, aber das war noch ein Cornerkick. Also Ecke. Und wie schießen wir den? Am besten so. Ach, schade, hat er gehalten. Egal, aber ihr seht, das Spiel, finde ich, ist einfach nur zeitlos. Also wer die Super Nintendo-Spiele damals gemacht hat, der kann mit ISS 64 so gut wie nichts falsch machen. Absolut nichts. Lässt sich heute noch extrem geil spielen und kann ich definitiv empfehlen, wenn man auf Fußballspiele steht. So, aber Schwierigkeitsgrad ist natürlich auf Beginner jetzt. Das merke ich jetzt auch sofort. Die Griechen machen gar nichts, um mal ihren Strafraum zu verteidigen. So, ich habe also leichtes Spiel, was aber auch nicht schlecht ist. So kann ich mich ein bisschen aufs Labern und Erzählen konzentrieren, anstatt darauf, mein Tor zu verteidigen. So, das ist jetzt aber gerade nicht gut. Der hat gerade freie Bahn. Wieso hat er jetzt den Spieler nicht gewählt? Verdammt. Aber egal, mein Keeper hat gehalten. Wagner. Der Wagner. So, Kohle. Müller. Also ihr seht, die Namen sind alles Fantasienamen, aber das ist mir sowas von egal. Wenn das Gameplay stimmt, dann bin ich da schon zufrieden. So. Ah, habt ihr das gesehen, wie ich den ausgespielt habe? 2-0. Sieke hat getroffen. Wer auch immer Sieke sein soll. So. Hier gibt es auch nochmal so eine kleine Feier-Animation. Die war ja damals auf dem Super Nintendo schon. Und hier können wir uns das Tor nochmal angucken. Schön.
Also 2-0 gegen die Griechen. Es gibt ja auf dem N64 leider außer jetzt ISS und dem einen oder anderen FIFA keine wirklichen Alternativen. Es gibt noch RTL World Soccer, aber das ist totaler Mist. Da kommen wir viel, viel später zu, wenn wir beim Buchstaben W angekommen, ach Quatsch, W. Wenn wir beim Buchstaben R angekommen sind, zeige ich euch RTL World Soccer und das ist so Mist. Das ist so ein Mist. Deshalb, wenn ihr auf Fußballspiele steht und ihr ein N64 habt, dann holt euch definitiv ISS. Wobei 3-0, wobei FIFA 99 natürlich auch nicht schlecht ist. Das muss man ja dazu sagen. Habe ich auch gesagt, als ich das letzte Mal beim Buchstaben F mich über FIFA ausgelassen habe. Da haben wir ja irgendwie zig FIFAs nacheinander gezockt, ne? Ihr erinnert euch. So. 3-0, das breche ich jetzt an dieser Stelle mal ab. Und dann geht's weiter. Jetzt gleich müsste die erste Halbzeit auch soweit Geschichte sein. Boah. Zack. Schöne Grätsche. Kein Foul. Halt erstmal schön hier das 4-0 ausspielen. Also ich hätte eventuell doch ein bisschen mehr am Schwierigkeitsgrad einstellen sollen, weil Beginner ist ja doch schon arg leicht, muss man dazu sagen. Na verdammt, da hat er den Ball wieder abgenommen. Aber das... Oh, scheiße. Ich wollte schon sagen, das ist nicht schlimm, aber jetzt habe ich den Ball schon wieder verloren. Nein, komm schon. Idioten. So, Halftime. Erste Halbzeit und es steht 3-0. Ich bin zufrieden. Ich habe damals, obwohl ich ISS 64 lange gespielt habe, habe ich ISS 98 noch länger gespielt. ISS 98 ist für mich auch der beste ISS-Teil. Einfach weil der alles so gut wie perfekt macht. Ich habe jetzt ISS 2000, wo wir auch nächste Woche zu kommen, jetzt nicht sehr lange gespielt, weil es damals eigentlich recht spät in dem N64, in der N64-Ära erschien und ich es damals einfach nicht mehr gespielt habe, so viel, weil da schon der GameCube im Haus stand und so weiter und so fort irgendwann. Und ich habe mir auch irgendwann ja noch die PlayStation 2 gekauft und die Xbox und dann hatte ich halt nicht mehr so viel N64-Spiele gezockt und dementsprechend kam dann der 2000er Teil extrem kurz. Das kann doch nicht wahr sein. So, Goalkick. Ich habe gerade den Spieler angeschossen. Zack. Aber es ist schon beachtlich, was für ein krasses Spiel Konami hier mit dem ersten ISS-Spiel auf dem N64 gezaubert hat. Ich erinnere mich noch damals an die Berichterstattung. Da hieß es dann immer Konami gegen EA. Das war ja schon immer so. Ist ja heute noch so. Und Konami kam dann mit ISS 64 daher und EA hatte halt sein FIFA 64 auf dem N64 als Launch oder als, ja nicht als Launch-Titel, sondern als erstes Fußballspiel auf der Konsole. Und ich erinnere mich noch an die Tests, damals wurde das halt immer verglichen, ISS 64 gegen FIFA 64 und ISS hat halt Traumwertungen abgesahnt, immer 90% und alle waren super begeistert über die Animationen und über die Grafik und so. Und dann kam halt FIFA 64 und EA hat ja mit FIFA 64 sich keinen Gefallen getan, das war ja totaler Murks. Und da war halt damals schon klar, okay, ISS ist halt immer noch weitaus, weitaus, weitaus besser als FIFA. So, der Gegner wechselt aus, glaube ich. Ja. So, die Griechen bringen ein weiteres Spiel aufs Feld. Und jetzt kann ich endlich meinen Cornerkick ausführen, hoffentlich. So, hier sieht man die Auswechslung. Ach ja, ich freue mich auf nächste Woche Dienstag und ISS 98. So, okay. Machen wir mal so. Oh, schade. Das hat absolut nicht funktioniert. Das war ja echter Mist. So. Okay. Also ich glaube, die Griechen werden hier definitiv nicht als Gewinner vom Platz gehen. 3-0 ist schon happig. Also ich kann die hier so einfach ausspielen, das ist schon unglaublich.
So, zack, 4-0, was da auch immer passiert ist. Da war gerade ein Kuddelmuddel im Strafraum. Aber es hat funktioniert. Okay, guckt euch mal die Zuschauer an. Diese Tapete kennt man ja aus diversen Sportspielen auf dem N64 und von der PlayStation her. Damals zum Beispiel bei den WWE und WCW-Dingern oder WWF. War das ja auch schon so, dass die Zuschauer eine lange Zeit einfach nur Tapeten waren, bis die Entwickler das hinbekommen haben, die immer ein bisschen besser zu animieren. Und, aber ich denke mal, das kann man verzeihen. Wir reden hier natürlich von einem Spiel aus dem Jahr 97. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die Fans in den anderen ISS-Spielen besser ausgesehen haben. Ich erinnere mich nicht mehr. Da müssten wir mal drauf achten nächste Woche, wenn es darum geht, ISS 98 und 2000 zu zocken. So, freue ich mich schon drauf. Also, zack, jetzt mache ich mal, oder versuche ich mal, das 5-0 hinzuzaubern. Gucken, ob ich das hinkriege. Oh, schade. Das war nicht gut gespielt. Oh, Mist. Okay. Irgendwann ist ja aus der ISS-Reihe die Pro Evolution-Reihe geworden. Und ich finde es schade, dass Konami sich dann nur noch auf Pro Evo fokussiert hat. Weil seit dem GameCube ist an der ISS-Front nichts mehr passiert. Das ist schade. Weil ich finde, obwohl es vom Gameplay einfach weitaus besser war als FIFA, hatte ISS immer noch irgendwas Simulation, ach Quatsch, irgendwas Arcade-lastiges. Das war halt dieses schöne, flotte Gameplay. Das hat Pro Evolution Soccer halt nicht mehr. Pro Evo ist ja nur noch tatsächlich auf Simulation getrimmt, auf hundertprozentige Simulation. Das ist zwar schön und gut, aber es hat halt diesen ISS-Feel nicht mehr. Das ist schade. Oh Mist. Oh Mist. Jetzt kriege ich aber den Ball echt nicht mehr. Das ist ja... Was soll denn das hier? Zack. So, zumindest hat meine Verteidigung nicht geschlafen. Okay, der war im Abseits. Perfekt. Kann ich hier den Ball wieder rausjagen? Aus dem eigenen Strafraum. So, mal gucken, ob ich das 5-0 überhaupt noch hinkriege in dieser Halbzeit. Ach, verdammt, daneben gerutscht. Komm her, gib mir den Ball und wieder weg damit. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man schnell läuft. Keine Ahnung. Ach Mann, ich komme da gerade irgendwie nicht durch. Oh je. Komm. Naja, das war ja nichts. Mitten in die Hände des Torwarts gespielt. Ihr könnt ja gerne eure Erfahrungen, eure Erinnerungen vor allem mit ISS 64 teilen. Habt ihr das damals auch so gefeiert wie ich auf dem N64? Habt ihr es damals mit Freunden gespielt? Vier Mann an einer Konsole und dann ISS 64? Ja, nein, das würde mich mal interessieren. Oder wart ihr eher so die FIFA-Fanboys? Das wäre echt cool zu erfahren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und was mich auch interessieren würde, habt ihr dann die anderen ISS-Spiele auch gezockt damals? 98, 2000? Oder habt ihr nur 64 gespielt, also ISS 64. Könnt ihr mir alles gerne in die Kommentare posten. So, ich gucke, dass ich jetzt hier definitiv noch ein Tor hinkriege. Komm. Na, verdammt. Hat irgendwie nicht funktioniert. Naja, 4-0 ist auch schön. So, ich denke mal, mehr passiert hier in diesem Spiel auch nicht mehr. Und dann lassen wir es mit ISS für dieses Mal auch bleiben. Wobei. Ah, ne, geht wahrscheinlich echt nichts mehr. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr kennt das ja inzwischen, einfach dranbleiben und dann gibt es gleich zwei Videoempfehlungen mehr. So. Ja, das war's. Also Time Up, ich habe 4-0 gewonnen. Schönes Spiel, kann man heute noch zocken. Echt genial. Und jetzt seid ihr dran. Was waren eure Erfahrungen, Erinnerungen mit ISS? Gerne in die Kommentare damit. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, kurz mal dranbleiben. Das war's aber an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit dem Video. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Verabschiede mich von euch. Adios und bye bye.